Das sind meine drei Hüfttaschen. Und wenn du wissen willst, warum die so genial sind und ob die auch etwas für dich sind, nämlich für Bushcraft, Outdoor Survival, für Prepping oder für EDC, überall was dabei. Bleib dran. Hallo, willkommen, da ist Rainer Osmann. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Bushcraft der Real Fall de Liberté. Helikontex, Ventum Gear und natürlich Tasmanian Tiger. Fangen wir beim Helikontex an. Ich habe den in unterschiedlichsten Ausführungen, in unterschiedlichen Farben, in Schwarz. Warum ich den so genial finde, ist, der ist klein, kompakt, lässt sich aber dann trotz alledem ganz schön aufblasen. Also da geht einiges rein. Du hast hier hinten eine große Tasche, hast vorne eine große Tasche. Ja, und da ist dann kein Ordnungssystem und nichts mehr mit dabei. Also du hast wirklich nur zwei große Taschen und dann, ja, die Haupttasche. Da hast du hier ein Netz und dann eben diese ganzen kleinen Fächer. Das ist also nichts mit modular, mit einkleben, so wie wir bei den beiden anderen dann sehen werden, sondern das ist halt oldschool, so wie man es einfach, wie man halt früher Taschen gemacht hat, ohne diese Klettteile, sondern ganz klassisch, da kannst du was reingeben durch diese Flexicords, da zwei große Taschen und eine Riesentasche hier hinten, da eine Netztasche, alles gut, alles wunderbar. Und was ich wirklich gut finde, ist eben, du kannst die extrem aufblasen. Also da geht nach vor einiges an Volumen rein. Also da geht mehr rein, als man sich so vorstellen kann. Aber der Nachteil sozusagen ist, da ist kein taktisches, ich sag jetzt mal, Clean Beam möglich. Also keine Pouches. Also ja, an Patch kann ich da schon machen. Ne? Also den Patch da vorne drauf geben, den K4-Patch, das sind da, wo wir unsere Messer machen, nämlich wir und unsere Halterungen und all das ganze Zeugs. Aber mehr ist dann nicht machbar. Und hier hinten gibt es auch ein kleines Fach. Einerseits kann man hier den Hüftgurt verstecken. Andererseits kenne ich auch Leute, die da wiederum Ausrüstung mit reinpacken. Habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie genutzt, aber ich wollte es vollständigkeitshalber sagen. Den habe ich am längsten im Einsatz, in unterschiedlichsten Ausführungen. Früher immer bei den Trainings mit dabei, über das lange Hemd hängen lassend. Da passt so viel rein. Also so eine Hüfttasche ist einfach schon eine klasse Geschichte. Dann eine Neuheit, die ich noch nicht so lang, also die es auch noch nicht so lang gibt und ich auch noch nicht so lange im Einsatz habe. Das ist von Tasmanian Tiger. Das, eigentlich ist das ein Tech Pouch 8.1 Hip. Und nicht, weil man Hip ist, sondern weil es eine Hüfttasche ist. Was heißt das jetzt konkret? Eigentlich ist es ein Tech Pouch. Das bedeutet, du hast hier hinten Mollestreifen und kannst das an einen Rucksack draufgeben. Und das ist einmal super, wunderbar. Und häufig hat man ja das Thema, man hat irgendeinen Rucksack und dann ist man im Lager und dann möchte man ein bisschen herumgehen und die Gegend erkunden und irgendwelche Kleinigkeiten mitnehmen, will man nicht den ganzen Rucksack mitnehmen. Und häufig, also mir geht es zumindest so, reicht eine kleine Tasche, also so eine kleine Tasche, die wird schon reichen. Und wenn da jetzt sozusagen das Survival Kit mit dabei ist, mit den wichtigsten Aspekten, die man einerseits am Rucksack hat oder dann runternehmen kann und entweder umhängt oder um den Bauch legt, dann ist das schon eine coole Sache. Dies ist auch das größte Teil, also da passt auch wirklich am meisten rein von allen drei. Also wenn es wirklich um mehr geht, dann ist das sicher eine gute Möglichkeit. Hat diesen taktischen Aspekt, also diese Klettteile, wo man Klettpouches mit reingeben kann. So wie das halt momentan aktuell ist und auch aus dem militärischen und taktischen Bereich kommt. Und da hat es auch seine Berechtigung, alles cool, alles wunderbar. Was auch geht, du kannst hier Flexicords spannen und wenn du das jetzt dann tatsächlich um den Bauch hast oder hier so umgehängt hast, dann fällt da nicht alles runter, sondern es bleibt an dieser Stelle hängen und das ist besonders dann wichtig, wenn du hier in der Netztasche, da passt nämlich auch einiges rein, irgendwas Schwereres mit eingebaut hast. Also das ist so ein bisschen ein Thema. Hier haben wir Flexicords und da kannst du auch innen, das sind solche kleinen Ausnehmungen, auch hier kannst du Flexicords spannen und etwas festzurren, Erste-Hilfe-Set oder ähnliches. Also es sind ja alle Möglichkeiten gegeben und das macht Tasmanian Tiger eigentlich schon immer so. Ich mag Tasmanian Tiger, also eine super Marke, da gibt es gar nichts. Hier hinten haben wir einerseits einmal dieses Laser Cut, ja, Molle-System, sind auch zwei Molle-Streifen, also Schlaufen mit dabei, um das an den Rucksack ranzubringen. Die kann man aber auch komplett ausfehlen, also wenn du sagst, nein, ich brauche das sowieso nur als Hip-Bag und will das nicht, dann kannst du das rausnehmen und dann ist es weg, also das entscheidest du, wie du das willst. Und hier hinten, aber das habe ich halt noch nicht geknackt, was die Idee da ist, also da ist auch offen, nur, weiß ich nicht, ist das technisch notwendig wahrscheinlich, damit man wirklich
die Molle in jede Schlaufe einfädeln kann? Oder ist da noch irgendein Geheimnis? Wenn das irgendjemand weiß, dann schreib mal bitte gerne einen Kommentar, weil ich weiß es nicht. Entweder ist es technisch notwendig oder ein Geheimtrick. Keine Ahnung, wie auch immer. Hier unten sind auch Flexi-Cords mit eingebracht, also hier jetzt zum Beispiel ein Knicklicht mit einbauen und all diese Geschichten, so wie man das kennen, warum nicht, ja, wenn es einfach mit dabei ist. Und hier hinten, ja, sind auch diese Schlaufen da eingenäht. Ich weiß nicht, was da die Idee ist. Soll man das dann an einen Plattenträger oder an irgendein anderes Teil mit solchen Schlaufteilen hier anbauen können? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es da. Das heißt, du hast auch noch weitere Befestigungsmöglichkeiten an anderen Rucksäcken oder ähnlichen. Also das finde ich schon einmal ganz gut. Das finde ich wirklich super. Und der große Vorteil bei dem Teil ist halt, es gibt übrigens da auch noch eine große Tasche. Da ist dann nichts mehr mit Organisation einfach nur zum Reinwerfen. Auch das Teil kannst du dementsprechend aufblasen. Also da geht auch einiges rein. Das hat einiges an Volumen und das hätte ich fast vergessen. Hier ist auch noch einmal was aufgenäht. Auch da kann man noch Ausrüstung mit anbringen, einbringen, befestigen. Also das ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, wenn du draußen in der Natur deinen Rucksack abgelegt hast und dann mit dem Survival-Kit noch herummarschieren willst und das entweder hier so vor der Brust tragen willst oder eben als Hüfttasche. Sehr schön. Ich habe sie noch nicht lang genug, um hier jetzt wirklich sagen zu können, was da dran ist. Ich werde mal einen Langzeitbericht machen. Schau nämlich daher auf meinen Kaufberatungskanal vorbei. Gebe ich da im ersten Kommentar, im Beschreibungstext und oben hier beim i den Link dorthin. Da werden wir dann ein Langzeitreview machen. Und das ist Nummer 3. Und bei Nummer 3 meine ich jetzt überhaupt keine Wertung, sondern da werden wir dann noch auf das Einsatzgebiet kommen. Aber das ist von Ventum Gear. Ich habe auf der IWA 2023 dieses Teil hier gesehen. Da hat mir Ventum Gear das Ganze vorgestellt. Das ist eher etwas, also jetzt nicht unbedingt für Natursurvival, wobei auch da, warum nicht? Ja, es gibt unterschiedliche Farben. Ich habe es halt in Schwarz, weil ich das eher als EDC-Teil sehe. Aber sei es drum. Hier gibt es vorne eine Tasche, da ist nichts an Organisation. Oh, da ist ein Waldurlaub-Badge drin. Ja, Entschuldigung. Ja. Billige Eigenwerbung muss sein. Und ich habe da ein paar andere Teile drin, aber das ist jetzt mal egal. Auf jeden Fall ein Frontfach. Und hier vorne hast du, wie du siehst, ja, ein Lasercut und diese Glättflächen mit dazu. Das bedeutet, hier jetzt zum Beispiel einen Patch mit aufzubringen, das ist überhaupt kein Thema. Und natürlich geht es auch, dass du hier, ja, deinen Stift mit einbaust. Ich habe jetzt hier den Stift. Ich schreibe andauernd irgendetwas auf. Also ich bin ja verrückt beim Schreiben. Und ich hoffe, da hat jetzt keiner meine Geheimnisse gesehen. Auf jeden Fall Standfunktion nutzen. Und also super, super Sache. Und ja, gefällt mir sehr gut. Man könnte jetzt hier, ich weiß nicht, auch noch einmal Taschen mit anbringen, wobei ich glaube, dass das dann eigentlich der Overkill wäre. Aber sei es drum. Dann hier zweimal so ein schöner Zip, den kann man auch schön packen. Also für schnellen Zugriff ist das auch gesichert. Und hier innen, das ist gelb. Ich gehe davon aus, dass das aus einem ganz speziellen Grund gelb ist. Erstens kann ich dann signalisieren, dass ich da bin. Hallo, hier bin ich. Und auf der anderen Seite, wenn das immer schwarz oder grün oder khaki oder was auch immer ist, also so braunfarben, dann sehe ich ja nicht, was ich da drauf gepoppt habe. Und ich glaube, also ich mutmaße, vielleicht irre ich mich, dass man halt einfach den Inhalt besser sehen kann. Es ist hier nichts an Organisation, gar nichts, null, nada, nixi, sondern du musst halt mit diesen Glättteilen hier arbeiten. Und entweder nimmst du die von Tasmanian Tiger, da gibt es ja auch diese netten Netztaschen, sehr cool, wie gesagt. Das ist alles billige Eigenwerbung hier. Ich gebe da unten den Link, wo du die Teile bekommen kannst, natürlich. Teilweise bei mir im Shop und sowas und überhaupt. Und es gibt ja auch unsere XL Feuerstahl auch jetzt in Orange und sowas und überhaupt, aber sei es drum, so ist das gegeben. Es gibt hier zwei Schlaufen auf beiden Seiten, das bedeutet, du könntest auch hier mit Flexicord arbeiten, dass das Ding nicht ganz aufpoppt. Das ist besonders dann wichtig, wenn du hier irgendwas reingibst, was, ich sag jetzt mal, schwerer ist und die Fronttasche oder vorne Dinge drauf hast, die Fronttasche nach vorne wirft. Dann, auch das ist möglich, an eine Tasche, also ein Molle-kompatibles Set anzubauen. Ich weiß nicht, irgendein Plattenträger oder einen Rucksack oder sonstiges und ähnliches. Der hier, dieser Ventum Gear, warte mal, wie heißt der? Boah, fällt mir jetzt nicht ein. Wurscht, schau unten im Beschreibungstext und im ersten Kommentar, da steht es, wie das ganze Teil heißt. Auf jeden Fall ist es so, dass man den natürlich auch im taktischen Polizeibereich einsetzen soll, will, weiß ich nicht, ja. Hier hinten ist etwas, da sollen wahrscheinlich Handschellen oder ähnliches rein, habe ich aber keine Verwendung dafür, tut mir leid. Ich habe hier entweder einen Stift sitzen,
ja, wieder einen Stift, ja, aber der kann teilweise auch als Akubutan zum Beispiel auch sein. Ich habe hier zum Beispiel dieses neue Multitool von Böker mit dabei. Zeige ich da mal ein anderes Mal. Und hier habe ich ein Messer stecken. Ja, was ich mir überlegt hätte, was halt cool wäre für den Reine, wäre zum Beispiel EDC-mäßig, wenn man hier hinten zum Beispiel einen Guardian Angel einbauen könnte. Das geht sich hier leider nicht ganz aus. Also wenn das ein Thema für dich ist, das geht sich da leider nicht aus. Aber sei es drum. Ja, schneller Zugriff mit einer Klettfläche, auch sehr, sehr schön. Das Teil hier, dieses nette Teil, das habe ich jetzt als EDC mit dabei, das heißt in der Stadt, im urbanen Bereich. Da ist dann Brieftasche mit dabei und ein paar andere Geschichten. Das geht sich sehr gut aus, weil ich ja hier alles modular einsetzen kann, wie ich das will. Er ist noch relativ unauffällig, ja? Auch wenn ich ihn jetzt sozusagen vor der Brust trage, jetzt so trage. Der hier ist schon ein bisschen größer, wobei den gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Also ist klar, das Schwarz und Khaki natürlich, das ist klar. Aber der ist schon ein bisschen größer. Das muss passen, also es kommt einfach darauf an, wenn du viel Zeug mitnimmst im EDC-Bereich. Übrigens, ich habe einen eigenen EDC-Kanal, gebe ich da auch den Link und hier klicken. Da geht es dann nur um EDC-Ausrüstung. Dann ist natürlich das auch möglich. Also der ist, wenn ein schwarz ist, auch komplett unauffällig. Aber der ist halt schon ein bisschen größer und der ist eben so für draußen und ein bisschen spazieren gehen mit den Kindern im Wald am Nachmittag oder ja, Nachmittag. Ja, für Tagesausflug, das allein ist ein bisschen zu wenig. Und der hier ist sozusagen der Klassiker, weil, und da komme ich jetzt zu mir, den hier habe ich einfach schon so lang und ich weiß ganz genau, wie, was, wann, wo und sowieso und überhaupt, und ich möchte diesen Helikontex, ja, den möchte ich einfach nicht mehr missen, ja, ist einfach so, da habe ich mich so dran gewohnt und der kommt halt auch immer wieder mit und jetzt sage ich so, wie es ist. Manchmal brauche ich den habe ich jetzt seit, ja, kurz nach der IWA habe ich den dann bekommen. Und manchmal brauche ich eben den, einfach so ein bisschen einen Unterschied zu haben. Also ich mag das nicht, wollte schon Hasse sagen, aber ich mag das nicht, wenn ich immer dasselbe Zeug habe. Ich möchte immer ein bisschen variieren und herumspielen. Bei der TT-Tasche ist es so, dass ich auch die Möglichkeit habe, das Ganze abzuklippen mit, über diese kleinen Haken. Und nehme ich den Umhängegurt komplett weg. Das ist auch etwas, damit man es eben dann nur als Tech-Pouch nutzen kann. Das fehlt bei der Helikontex eigentlich komplett. Es gibt zwar hier auch die Möglichkeit, das Ganze auszuhaken, aber es wird dann in diesen Innenbereich hier mit eingeschoben. Was aber der Vorteil wiederum bei der Helikontex ist, du hast seitlich hier auch zwei Molestreifen, die du dafür nutzen kannst, um zusätzliche Ausrüstung zu montieren. Lustigerweise hatte ich sogar von Tasmanian Tiger hier ein Tool Pocket für ein Multitool, für ein Leatherman Multitool mit dabei und für eine Taschenlampe. Also auch das geht. Alles hat halt so seine Vor- und Nachteile. Abnehmbar gestaltet ist natürlich auch bei unserer Ventum Gear das Ganze, denn auch hier habe ich die Möglichkeit, das Ganze auszufädeln und nur als Tasche zu benutzen. Ich gehe mal davon aus, dass das für einen Plattenträger gedacht und gemacht ist. Ja? Also auch hier kann man abnehmen. Die Gurte an sich sind jetzt für sich selbst, ich sehe da jetzt keine großen Unterschiede. Du kannst jetzt hier beim Ventum Gear beides abnehmen. Ja? Kannst beides abnehmen. Hat aber auch den Vorteil, du könntest diese Schlaufe hier benutzen, ja, um aufzuhängen. Das heißt, dann wäre das etwas höher gesetzt, weil, schau mal, du hast hier zwei Schlaufen, Schlaufe A und Schlaufe B. Das kannst du nach unten setzen. Es geht hier auch. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Theoretisch könntest du sogar hergehen und dieses Teil da oben reinsetzen und dann ist es nur eine Umhängetasche, also quasi eine Handtasche. Aber wir werden diese ganzen Umhängetaschen dann noch einmal im Detail besprechen und alle Vor- und Nachteile, denn ich kann da eines gleich sagen, da gibt es noch viel mehr an Funktionalität, die einfach in dem Video jetzt keinen Platz hat, aber einfach so mal als Idee und ersten Überblick. Tragekomfort kann ich dir gleich dazu sagen, also ich finde keine Unterschiede, all diese Bänder, diese sind gleich gut, also da ist nicht viel Unterschied, was jetzt die Breite sozusagen betrifft, auch das Material. Das hier von Tasmanian Tiger ist etwas stabiler. Das hier ist, weiß ich nicht, weicher.
Ich finde überhaupt keinen Unterschied. Also das Tragekomfort gibt es keinen Unterschied. Außer eben, was du reinpackst. Also umso mehr und umso schwerere Sachen du reinpackst, umso mehr zieht es nach unten. Aber das ist eh klar. Was das Fassungsvermögen betrifft, von der Breite her sind sie alle gleich. Also da passen alle. Also ich nehme jetzt immer sozusagen den XL Feuerstahl als das Maß der Dinge her. Und die Tasmanian Tiger ist ein bisschen breiter, aber das ist jetzt alles, da geht es nur um ein Ötzerl. Aber das Ötzerl kann natürlich, Ötzerl hast du in Österreich ein wenig, ein Stückchen, aber das kann natürlich auch den Unterschied machen. Das ist ganz klar, aber passt in alle rein, die sind alle ungefähr gleich breit. Was natürlich das Fassungsvermögen betrifft, hat die Tasmanian Tiger die Nase vorn. Dann kommt die Helicontex und am Schluss sozusagen die Ventum Gear. Dafür ist die halt auch die am... Wie nennt man das? Concealed Carry, also die eigentlich am unauffälligsten ist. Und es wird halt dann in die andere Richtung immer mehr, weil die halt höher ist und ein bisschen breiter und sowieso und überhaupt. Also liegt ganz einfach daran, was da wichtig ist. Ne? Was mir ganz wichtig ist, dass es vorne ein halbwegs geräumiges Frontfach gibt, damit man hier gleich einen Zugriff zu Kleinteile hat. Übrigens, billige Eigenwerbung, das ist unser EDC-Halter. Da kriegst du entweder unsere Mini-Lampe mit rein, oder du kriegst eigentlich unsere Mini-Lampe rein, aber entweder ein Clipper-Feuerzeug oder ein Big-Feuerzeug oder ähnliches, damit man ganz einfach auch das bequem verstauen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Immer, gibt es auch in Schwarz übrigens, habe ich auch in Schwarz. Super Sache, kann immer mit dabei sein, coole Sache, großartig, nichts modular. Der hier, den kannst du auch nicht an einen Rucksack packen, also außer du bastelst da irgendwas. Der hier, super für den Rucksack, ist ein Tech-Pouch und ein Hip-Bag in einem, finde ich, ist eine super Innovation. Großartig, schön verarbeitet, taugt man total. Und der hier ist sozusagen aktuell mein Lieblings-EDC-Täschchen für den urbanen Bereich. Das war's, das sind meine Bauchtaschen und Umhängetaschen, meine Mini-Umhängetaschen für 2023. Schreib mal gerne einen Kommentar, welche du benutzt, weil dann kann ich mir die mal anschauen, weil ich habe ja gerade gesagt, ich stehe immer wieder mal auf was anderes. Und wenn du mich unterstützen willst, zeige ich dir das ganze Zeug, das wir hier herstellen, Feuerstähle, Halterungen, Messer, EDC-Teile, Taschenlampen und Geschichte, Gschasti und sowas und überhaupt, gebe ich dir auch unten den Link. Dein René Rossmann, bis bald, ciao, ciao.